Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Auf die Matte, fertig, los. Schön, dass du dabei bist. Wir starten heute mit einem Aufwärmtraining, mobilisieren uns und gehen dann nachher auch noch auf die Matte. Wenn du möchtest, hol dir ein Kissen. Du könntest es in der Seitlage oder Rückenlage dann unter deinen Kopf legen. Und jetzt geht's erstmal los mit einem Aufwärmtraining. Dazu natürlich aufrichten, Brustbein anheben. Stell dich hüftschmal auf, Knie ein bisschen gebeugt lassen, Schultern kreisen lassen, ganz entspannt. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Pausen sind natürlich erlaubt. Und dann schwingst du jetzt die Arme. Ich zeige es dir nur ein bisschen seitlich und lässt dazu deine Knie ganz leicht beugen und weiter strecken. Du kannst ruhig erstmal klein starten und dann immer mehr und immer größer werden. Nimm auch die Brustwirbelsäule in die Bewegung mit. Also dreh dich im Rumpf. Vom Kleinen zum Großen, also ruhig noch ein bisschen mehr, ein bisschen höher. Dein Atem fließt, das ist auch wichtig. Nicht die Luft anhalten, immer weiter atmen, immer in deiner Bewegungsgröße. Dann bleiben die Arme jetzt oben und du streckst dich und ziehst dich ganz lang rechts und links, Beine mitnehmen, den ganzen Körper mitbewegen, Muskeln durchbluten, die Faszien durchsaften. Nimm ruhig auch die Finger in die Bewegung mit, die vergessen wir oft, Fingergelenke bewusst mitbewegen. Kleiner werden, ein bisschen ausschütteln, auslockern und im Wechsel deine Knie jetzt nach oben ziehen, rechts und links. Wichtig, bleib mit deinem Rücken ganz gerade und versuch jetzt ruhig dein Knie oder den Oberschenkel kurz zu fassen. Kurz die Balance finden, vielleicht auch knapp unterhalb vom Knie ranziehen, wieder lösen. Trainierst natürlich dein Gleichgewicht. Deine Gelenksmuskeln, die tiefliegenden, gelenknahen Muskeln müssen aktiv werden. Werde mal noch langsamer. Halte einen Moment länger am Oberschenkel oder knapp unterhalb vom Knie. Gut. Wechseln. Wackeln ist immer erlaubt. Also du darfst wackeln. Aber dass du auf den Außenkanten vom Fuß, auf der Außenkante Großzehenballen und auf der Ferse stehst. Sehr gut. Nochmal. Und wenn dann dein rechtes Bein, ich mache spiegelbildlich zu dir, oben ist, bleibst du hier, nimmst das Bein dann nach hinten. Spann dein Gesäß an, kipp den unteren Rand vom Becken nach vorne, spür die Dehnung hier, merkst du? Und ruhig den rechten Arm jetzt noch ein Stück nach links rüberziehen. Dann merkst du die Seitdehnung und den Hüftbeuger noch ein bisschen mehr. Wieder zur Mitte und genau dasselbe auch zur anderen Seite. Hochziehen, nach hinten, Po anspannen, Hüftbeugerdehnung. Linker Arm zieht ganz weit nach rechts. Du kannst dich auch irgendwo festhalten, wenn du möchtest. Nochmal wechseln und nochmal nach oben ziehen. Zurückkommen. Po anspannen. Sehr gut. Und zur Seite ziehen. Andere Seite. Nochmal hoch. Aufrichten. Zurück, Gesäß aktiv und zur Seite. Nochmal wieder zurückkommen und im Wechsel nochmal die Knie hoch, aber jetzt drehst du sie auch ein Stück nach außen und kommst dabei schon etwas in eine größere Grätsche. Rechts und links, Hüftgelenke mobilisieren.
Genau, richtig großen Schritt zur Seite ausführen. Bleib dann, stopp, streck deine Knie und versuch mit deinem Becken Kreise zu beschreiben. Richtung wechseln, andere Richtung. Und noch einmal Richtung wechseln. Jetzt nimmst du die Hände mit. Wenn du kreist, gehst du auch mit deinen Händen um deinen Kopf, wenn es geht. Das Ganze auch in die andere Richtung, um deinen Kopf. Noch einmal, jetzt bleibst du dann hier, nimmst deine Fingerspitzen an den Kopf, die Ellbogen so ein bisschen nach vorne, so dass du den Nacken ganz entspannt halten kannst. Die Knie beugst du und jetzt geht der Oberkörper nach links und nach rechts. Deine Bauchmuskeln wahrnehmen. Und da hängen wir gleich noch eine Sache ran, bleibe auf der Seite. Jetzt kommen die Ellbogen vor, wieder öffnen und wechseln. Seite, Ellbogen vor. Super. Dein Tempo. Spann dein Gesäß an. Und noch einmal jede Seite. Und zur Mitte. Und lösen. Auslockern. Bei der nächsten Übung gibt es zwei Varianten. Entweder du gehst wirklich in den Startblock, ich zeige es dir gleich, oder bleib hier. Knie ist ganz ruhig, stütze dich auch gerne auf und beweg jetzt dein hinteres Bein, Rücken gerade. Wenn du möchtest, gehst du tiefer und ziehst dein Knie ran und wieder weg. Also mach so mit, wie es für dich okay ist. Ran und weg. Gib einen knackigen Po und Oberschenkel. Geht noch, einmal noch und wieder in die Grätsche kommen, aufstützen, hochkommen, Bein lockern. Super, andere Seite gleich. Hier wieder Knie beugen. Entweder bleibst du hier, Rücken gerade, oder du gehst in den Startblock und mit deinem Bein ran und weg. Noch 5, 4, 3, 2, bleib gleich hier, komm runter auf dein Knie, in die Seitlage, Beine auslockern erstmal. Jetzt vielleicht ein Kissen unter deinen Kopf legen oder dich einfach so mit dem Kopf auf den Oberarm und einen Moment locker lassen. Wenn du hier nach unten siehst, kannst du deine Fußspitzen sehen, oder? Schieb das Becken so weit weg, dass du die Spannung in der Körpermitte wahrnehmen kannst. Gib hier leichten Druck in den Boden. Heb das Bein. Das Glas Wasser steht hier voll gefüllt.
und fällt nicht runter, oder? Kraftvoll jetzt nach unten, als hättest du hier ein Kissen und wieder hoch. Nochmal. Kraftvoll und hoch. Stopp, und jetzt geben wir den Ganzen noch einen Kick. Nach vorne kicken. Nochmal kraftvoll tief und hoch. Fest. Ich merke schon was. Und nochmal den Kick. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen. Hochdrücken, ruhig Pausen machen. Ich weiß, es war anstrengend. Also ruhig kürzer oder eine Pause dazwischen, gleich zur anderen Seite. Rechter Winkel, Kopf ablegen. Schau wieder, dass du hier ein bisschen wegschiebst dein Becken. Hier steht ein volles Glas Wasser. Gib mit dem Handballen Druck in den Boden. Heb dein Bein und geh kraftvoll tief und hoch. Streck und beuge dein Bein. Den Kick nach vorne. Dann geht es der unteren Seite. Merkt man, dass man da gerade was gemacht hat, oder? Nochmal tief und hoch. Die letzten strecken, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und locker hochdrücken in die Rückenlage, Oberschenkel zu dir ranziehen, mach dich ganz klein. Kurzen Moment Gegenbewegung, ein bisschen hin und her oder Knie anziehen, lösen. Ganz leicht dein Kinn in Richtung Brustbein ziehen. Und dann stellst du die Füße nacheinander auf. Arme sind neben dem Körper, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Schieb mit den Füßen in den Boden, kipp dein Becken, roll dein Becken nach oben auf. Maximal so, dass du bis bei deinen Schulterblatt spitzen bist. Dann kommst du Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Locker lassen und noch einmal hoch. Wirbel für Wirbel. Und mit dem Ausatmen langsam wieder tief und spür Wirbel für Wirbel. Bleib jetzt hier oben, versuch dich zu halten. Heb einmal die rechte Fußspitze, einmal die linke Ferse jetzt vom Boden weg und wechsel die Seite. Einmal rechte Fußspitze, linke Ferse, linke Fußspitze, rechte Ferse. Einmal im Wechsel treten, gar nicht so einfach. Trainierst deinen hinteren Oberschenkel, Gesäß und unteren Rücken. Acht,
7, 6, 5, 4, 3, 2, einen langsam abrollen und einen Moment auslockern. Rechtes Bein zu dir ranziehen. Rechte Hand gibt Druck mit dem Handballen, so fest wie du kannst. Was merkst du dann? Genau, den tiefen Bauchmuskel, oder? Also gib mal richtig Druck. Löse nochmal, wechsel gleich die Seite, anziehen und Druck, ausatmend, ein und aus, fest, 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 ein und immer mit dem Handballen drücken. Der Oberschenkel drückt zurück. Schau auch, dass der Nacken entspannt sein kann. Und wenn du das Gefühl hast, es klappt eigentlich ganz gut, dann kannst du dein anderes Bein strecken. Einatmen, ausatmen, strecken, aber nur wenn du es halten kannst. Das ist wirklich fordernd. Du kannst auch deinen Fuß gebeugt im Knie halten, also nur mit der Fußspitze unten tippen. Gib Druck. Und Druck und Druck. Jede Seite noch einmal. Und abstellen die Füße immer nacheinander und Fußsohlen zusammen, Knie nach rechts und links. Entspannen, fleißig. Nimm beide Knie auf eine Seite, den Kopf zur anderen Seite. Komm nacheinander zur Mitte, zusammen zur anderen Seite. Nochmal nacheinander wieder zur Mitte. Dreh dich ganz rüber auf die Seite. Drück dich ganz langsam mal nach oben. Bleib noch einen Moment sitzen, wie es bequem ist für dich. Und dann nimmst du einen Fuß, stellst ihn auf. Das andere Bein kreuzt du unter dein Bein. Dreh dich auf die Hände und Füße. Stütz dich auf die Oberschenkel und roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Richte dich auf. Fühlst du dich gut, gekräftigt, stabil? Sehr gut. Atme ein, mach dich ganz lang. Atme aus, lass locker. Nochmal ein und jetzt bleibst du dann mit dem Ausatmen hier. Öffnest dann hier deine Brustmuskulatur. Stellst ein Bein zurück. Spür die Dehnung in deiner ganzen Vorderseite, im Bauch auch. Atme aus, werde rund, fass die Oberarme oder Ellbogen ganz rund werden. Nochmal die andere Seite. Öffnen. Und nochmal ganz rund. Nochmal öffnen. Vielleicht auch höher. Rund. Zurück. Bleibe da. Lass locker. Lass die Arme sinken. Lass die Schultern zurückkreisen. Zieh deine Schultern hoch. Atme aus. Atme ein. Die Schultern wieder tief. Atme aus. Atme ein. Aus. Und ein. Lass die Schultern nach unten fallen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön, sehr fleißig. Ich hoffe, dir hat es gut getan und du hast deinen Körper gespürt. Wir haben ja eigentlich den ganzen Körper gestärkt, von Rumpf über Beine, Gesäß.
Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir. Vielen Dank. Einfach unter dem Video Kommentar vielleicht auch hinterlassen. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, klar freue ich mich. Der Link wäre in den Beschreibungen unten, deine Unterstützung anklicken. Und dann könntest du auswählen, mit wie viel im Monat. Danke auch an die, die es bereits tun. Wenn du magst, sei einfach morgen wieder dabei. Vielleicht abonnierst du meinen YouTube-Kanal kostenfrei, lädst noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich auf dich. Bis dann.